So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Platin Together. Ja, der Koto hat mich hier kurz vorm Erholungsgebiet rausgelassen. Ja, ich habe mir seinen letzten Part schon angesehen und bevor wir jetzt hier irgendwie weitergehen, ich muss erstmal die Pokémon heilen. So. Mal schauen, was wir heute alles machen. Je nachdem, wie ich gut gelaunt bin, wird das heute eine relativ kurze oder eine super lange Folge. Wahrscheinlich eher kurz. So. Wusstet ihr, dass man hier in diesem Wasser hier, wenn man angelt, dass man Karpador auf allen möglichen Leveln fangen kann? Also wirklich von Level 1 bis Level 100 alles drin. Ach, Moment, wenn wir jetzt schon da sind. Psst, hey, ja, dich meine ich. Ich möchte, dass du diese Villa bekommst. Oh, warte, nein, 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 es ist nicht das, was du denkst. Ich versuche nicht, dich über den Tisch zu ziehen. Du tust mir sogar einen Gefallen. Ich habe diese Villa geschenkt bekommen, kann sie aber eigentlich nicht gebrauchen, um ehrlich zu sein. Also, sag einfach gar nichts, nick einfach und die Villa gehört dir. Ja, warum nicht? Puh, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Der ursprüngliche Besitzer war aus Höhen. Er sammelt alle möglichen Arten von seltenen Steinen und in Sinnoh hat er sich dann wieder auf den Weg in die Heimat gemacht. Ich bin also über eine Art Schenkung an diese Villa gekommen. Keine Ahnung, was sich die Reichen als nächstes einfallen lassen. Dennoch danke ich dir für deine Hilfe. Folgst du mir bitte? Ja, superreicher Mann, der Steine sammelt. Kann nur Troy sein. Nicht übel, wie du zugeben musst. Herein mit dir für die kleine Begehung. Die Möbel des ursprünglichen Besitzers sind nicht mehr da und ich selbst habe keine neuen gekauft. Tja, also, ich weiß, es wirkt etwas leer. Trotz allem nicht übel, oder? In jedem Fall habe ich hier immer noch ein schlechtes Gewissen. Ich habe dir die Villa so dir nichts umsonst aufgehalst. Bestell doch auf meine Kosten einen Tisch mit Hilfe dieses Adresstagebuchs. Das sollte als Dank meinerseits genügen. Ja, machen wir doch dann. Danke, dass du gewartet hast. Ich liefere deine Bestellung aus. Wir hoffen, dass du auch weiterhin Qualitätsmöbel bei uns bestellen wirst. Der Service des Möbelhauses ist prima. Man ist wirklich um den Kunden bemüht. Sieh mal, auf dem gelieferten Tisch liegt auch gleich das Adressauftragsbuch. Wie auch immer, in jedem Fall bin ich dank dir diese Villa los. Jetzt kann ich mich ja wieder meiner Lieblingsbeschäftigung, den Reisen, widmen. Hey Lucius, dir gehört jetzt eine Villa? Wow, das ist ja total super, du musst wirklich reich sein. Gib mir gefälligst was ab. Okay, ich werde Folgendes machen. Ich erzähle allen, dass dir eine Villa gehört. Tja, uns gehört jetzt eine Villa. Und hier haben wir... Prunusbeere. Toll. Ich mag Prunusbeeren. Prunusbeeren sind nützlich. Na gut, ich war ja gerade dabei zu erzählen, ich habe Kotos letzten Part ja schon angesehen und ich habe auch gesehen, dass er die Route da oben nicht komplett gemacht hat. Das heißt, ich hole das jetzt erstmal nach. Wir haben auch keinen Schutz drin, das heißt... muss mal eine Sache machen. Mal bitte hierher. So, die Route 228, die will ich noch nachholen. Und, okay, das wird ein bisschen komplizierter. Okay, haben wir geschafft. Dann kämpfen wir hier mal schnell gegen diesen Psycho hier. Psycho Diego mit einem Xatu. Okay, Xatu. Er sind beiden Verteidigungen ungefähr gleich stark. Knirsche ist allerdings hier momentan unsere stärkere Attacke. Für so einen Fall. So.
Galagladikon in den Kampf. Haben wir eigentlich noch irgendwas, was noch nicht auf Level ist? Gegen einen Galagladikon können wir uns einen Whitey mal wieder reinholen. Der ist zumindest Resistenz gegen beide von Galagladi Step-Attacken und hat mit Spukball eine effektive Attacke dagegen. Und solange nur Offenlegung macht, ist Galagladi auch keine Gefahr. Und dass er das überlebt, das war mir irgendwo bewusst. Ja, gut. Ich weiß zwar nicht, was die KI mit ihrer Offenlegung hier hat, aber gut, ich soll es nicht stören. Dann haben wir den Diego auch schon besiegt. Okay, was gibt's denn hier? Ob derjenige, der über den der da geredet hat, war Walter. Kann das jetzt allerdings nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. So. Hier irgendwas? Muss man direkt mal ja, hier gibt es sogar was. Ein Calcium. Ups, da wollte ich jetzt eigentlich gar nicht rein. Ein Noctuska. Zwar ein ziemlich cooles, aber leider auch ziemlich nutzloses Pokémon. Von da oben sind wir, glaube ich, hergekommen. Ich kläre jetzt mal den ganzen unteren Teil hier noch ab. Zwei Pokémon Ranger und insgesamt fünf Pokémon. Okay, ich weiß schon, was wir da machen. Gut, so gern ich Stolrock eigentlich eher speziell angreifen würde, aber es ist einfach momentan wesentlich effektiver, wenn ich meinen Wendigo nicht mit einem Surfer noch zusätzlich haue. Kreuzschere kriege ich das Owei auf jeden Fall kaputt. Das ist eine Doppelschwäche, die er da dagegen hat. Ein Metall. Der tut weh. Das könnte ein One-Hit-KO werden. Wenn es blöd läuft. Okay, er hat es gerade so überlebt. Samenbomben. Okay, das ist dann das Tool für Neo. Irgendwo schon klar, dass das nicht ganz reicht. Auch wenn Sengo noch so wenig aushält. Was haben wir denn jetzt?
ist noch. Komm, hau mal Nick hier rein, der ist wenigstens immun gegen den blöden Sandsturm. Ein Knogger. Einmal Aurosphäre hier, einmal Samenbomben hier. Okay. Schauen, ob das Knogger das überlebt. Ich glaube ja eher mal nicht. Oh, oder auch doch. So, wenn du kein Steinhaupt hast, bist du jetzt aber tot. Er hat Steinhaupt. Okay. Einmal hier. Einmal hier. Plus 6 in der Verteidigung hier schon wieder. Ja. Ein Empoleon. Okay. Einmal Aurasphäre und du machst einfach Samenbomben. Das trifft zumindest noch neutral. Aurasphäre könnte der sogar überleben. Polion hat einen ziemlich guten Spätzdef. Aber gut, nee, der hat gereicht. So, wir haben doch noch Beleber dabei, ja. Größtenteils der Sandsturmschaden, der Wendigo da jetzt gerade so zugesetzt hat. Ich weiß mal wieder in den Doppelkampf geraten. Okay. Was haben wir hier jetzt noch alles? Hier haben wir ein Haus. Ah, das ist der. Nein, danke. Ich will keine Lore-Kanonade auf Upan haben. Auch wenn die Attacke ziemlich stark ist, aber ja. Eine Wechselhülle. Hier haben wir noch einen Trainer, den wir nicht besiegt haben. Sandama. Natürlich, Sandschleier. Also natürlich die 25% Chancen, die er da hat. Haben wir denn noch? Ja, haben wir noch. So viel Schaden von dem blöden Schaufler kriegen. So, Neo, tu mir einen Gefallen und triff bitte. Zweimal hintereinander. Dann halt so. Im Sandsturm ist einfach nur nervig. Und das macht er natürlich einen Volltreffer. Okay, Neo, triff bitte einfach. Danke!
so einfach jetzt sein können. So. Ein Lipomentus kommt in den Kampf. Ja, da wechseln wir. Wir machten das am besten. Eigentlich ja Neo selber, aber. Hoffen, dass das Viech kein Erdbeben drauf hat. Meine Finsteraura wird das Viech auf jeden Fall wegstecken. Bei der Spätzdeft, die das Viech hat, vor allem auch bei dem Level. Kosmikkraft, okay. Boost seine Verteidigungswerte. Ausreicht oder nicht? Natürlich tut er das nicht. Oh, und er kann Erdbeben. Dann ist die Frage, ob das jetzt ausreicht. Ich hoffe ja mal, dass er das überlebt. Im Moment ist er jetzt nicht unbedingt den besten Angriff. Gastrodon kommt noch, okay. Auch wenn Wendigo schon Level 59 ist, aber Gastrodon schreit nach Wendigo. Müsst ihr ja alle immer nur rauben, den ganzen Kampf rauszögern. Dass ich ja viel Sandsturmschaden fresse. Zweimal Milch für unsere Helden der Arbeit. So. Da haben wir noch einen, der sich im Sand versteckt hat. Ein Rabaut. Das ist ein vergleichsweise sehr schwaches Pokémon, wenn man bedenkt, was hier sonst so rumläuft normal. Mein Rabaut hat eine sagenhafte Basiswertsumme von 210 mit insgesamt aufgeteilt auf 6×35. Also kurz gesagt gar nichts. Makuhita. Lassen wir unseren Profi hier mal ran. Ein kleiner Sondersensor und das Makui, das sollte definitiv über die Bretter gehen. Sein letztes Pokémon müsste jetzt auch noch einen Kampftyp haben. Machomaier oder sogar, okay. Frag mich, ob ich das one-hitten kann, aber probieren wir einfach mal. Ich meine, Whitey hat einen ziemlich starken Spezialangriff. Und der ist sehr effektiv.
Ups, falscher Knopf. Immer noch ein Eisen. Und hier waren wir dann, denke ich mal, schon. So, ich meine, ich habe da unten noch... Oder? Ne, das ist ein Stein, okay. Ich hätte gedacht, das wäre eine dunkle Stelle in der Sand gewesen, als ich das erste Mal daran vorbeigefahren bin. Dann, wir haben noch eine kleine Wasserroute. Den Krabi. Fällt mir jetzt nicht unbedingt, dass du hier einen Krabi hast. Ein Krebskorps hat er auch. Na gut. Schicken wir mal jemanden rein, der nicht unbedingt eine Wasserschwäche hat. Krebskorps hat leider noch keinen Unlichttypen, aber Aurasphäre ist ja trotzdem die stärkste Attacke. So, und ein Kingler noch. Ja, da bleiben wir auf jeden Fall mit Nick drin, weil Kingler ist zwar stark in der physischen Verteidigung, hält aber in der speziellen nichts aus. Und du kommst mir natürlich schon wieder mit dem Schutzschild daher. NPCs und Schutzschilde. Nächste bitte. Ein Libiskus. Gut, von dem Libiskus habe ich jetzt nicht unbedingt so viel Angst. Aber hat der Schlegel mit sehr wenig Kaffee. Naja, gut. Selbst dann macht es nicht viel Schaden. Ein Lapras. Okay, da können wir drin bleiben. Lapras ist in der physischen Verteidigung ein bisschen schwächer als in der speziellen. Nicht wirklich viel, aber wir können seine Kampfschwäche ein bisschen ausnutzt, die er durch seinen Eistyp hat. Und das heilt uns auf jeden Fall wieder voll. Lapras hat genug KP. So, dann ist Wupan auch Level 59. Okay. Whitey ist der letzte, der jetzt noch nicht oben ist. Ich glaube aber, dass ich den Koto jetzt hier einfach rauslassen werde. Ich bin schließlich eher am Ende meiner Partzeit. Der darf die Route noch fertig machen und ich werde ihm mal sagen, dass er sich so auf dem Weg zum Kraterberg machen soll, wenn er denn Zeit hat. Okay. Ja. Ich beende hier jetzt mal die Aufnahme und ihr seht die nächste Folge dann wieder bei Koto, was auch immer der dann jetzt genau machen wird. Ich weiß es selber nicht genau. Der wird auf jeden Fall erstmal die Route hier fertig machen und ich werde ihm sagen, dass er zum Kraterberg gehen soll. Mal schauen. Wir sehen uns dann beim übernächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.